Herzlich willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über den Leitfaden zur Konzeptentwicklung für eine aktive Kinderpolitik und Jugendpolitik der FHNW. Außerdem entdecken Sie das Erntedankfest und werfen einen Blick auf die Neugründungen vom 20.09.2023. Aktive Kinder- und Jugendpolitik in Gemeinden – neuer Leitfaden zur Konzeptentwicklung. Am 20. September 2023 erscheint ein neuer Leitfaden, der Gemeinden und Städte beim Erarbeiten und Umsetzen nachhaltiger Konzepte für ihre Kinder- und Jugendpolitik unterstützt. Forschende der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW haben zusammen mit Praxispartnerinnen eine Anleitung entwickelt, die durch den gesamten Konzeptionsprozess begleitet und konkrete Hilfestellung bietet. Der Leitfaden wird von der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW und dem Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz, DOJ, herausgegeben. Den ganzen Bericht von FHNW finden Sie auf unserer Webseite aktuellenews.tv. Erntedankfest. Der Wagerenhof lädt zum Erlebnisparcours auf dem Schlosshügel ein. Umgeben von einer wunderbaren Aussicht auf die herumliegenden Berge wird mit großen und kleinen Gästen das Erntedankfest gefeiert. Schlangenbrot am Feuer grillieren, gemütliche Geschichten hören oder einfach den feinen Duft von frischem Stroh und herbstlichen Leckereien genießen. Den ganzen Bericht von Wagerenhof finden Sie auf unseren Webseiten aktuellenews.tv und eventkalender.ch. Am 20.09.2023 wurden 158 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 17 Firmen in der Region Genf, 16 Firmen in der Region Tessin und 15 Firmen in der Region Waadt. Mehr Informationen über Firmenneugründungen und Firmenlöschungen finden Sie auf unserer Webseite handelsregister.tv. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800 Search. Sie finden uns auf YouTube unter HelpTV oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter HandelsregisterTV.